Meine Damen und Herren, sehen Sie hier auf der linken Seite die neueste Sehenswürdigkeit unserer jungen Republik, der Fernsehturm. Tada! Ja, schönen guten Abend. Ich bin Minister Kosch und ich bin ganz stolz hier auf den Fernsehturm in Workers and Resources. Hallöchen. Der ist nämlich in der letzten Folge auch fertig geworden, hatte das gar nicht mehr bemerkt. Und sieht er nicht schön aus? Also ich finde ihn ein schönes Modell. Oben die Kugel. Da habe ich tatsächlich schon mal drin gegessen, im Restaurant. Ja, sehr schön. Das Problem an dem Fernsehturm ist jetzt so ein bisschen. Aktuell zieht er super viele Arbeitsplätze. Bis zu 180 Leute aktuell. Und das können wir uns natürlich aktuell nicht leisten. Deshalb müssen wir das ein bisschen eindämmen. Denn wir haben aktuell noch deutlich zu wenig Arbeitskräfte hier. Und wir müssen ja auch irgendwann mal unser Robotronen-Elektronikwerk dann in Betrieb nehmen, so dass wir hier mal die Arbeitskräfte reduzieren, und zwar kräftig. Die Schauspieler mache ich mal auf 30 vielleicht. Achso, das geht noch zusammen. Ja klar, stimmt. So hätten wir jetzt 50. 50, 18, 30, ja, sind 48. Ja, ich denke, das sollte erstmal ausreichen. Sowjetische Propaganda sollten wir spielen. Das ist ja unser erster TV-Sender in der Republik. Bisher hatten wir nur ein Radio. Was haben wir denn da eingestellt im Radio? Wo war das nochmal? Ich glaube das hier, genau. 50-50 Kultur und Propaganda. Okay. Dann stellen wir hier mal ein. Also 50% Propaganda finde ich gut. Propagierung gegen Religion. Haben wir das eigentlich als Problem, die Religion? Moment mal kurz. Wo war die Bevölkerungsstatistik? Hier. Also Religion ist eigentlich überhaupt kein Thema. Die ist ja hier fast null. Sport ist sehr hoch, Kultur ist hoch, Gesundheit nicht so. Die Loyalität ist halt ein bisschen ein Problem. Zufriedenheit ist gut. Und Versorgung. Könnte ein bisschen besser sein. Ach, das ist Qualität der Kleidung. Essensversorgung ist ja da oben, ne? Ja, Sättigung, genau. Qualität der Kleidung ist nicht 100%. Ist auch interessant. Mhm. Ja, also eigentlich ist nichts ein großes Problem, außer die Loyalität. Aber wir haben auch sehr wenig Denkmäler und sowas. Das müssen wir in Radeberg eh noch nachholen. Von daher ist das, was wir da jetzt haben, sind vielleicht 60% oder so, ist auch eine. Eigentlich nicht schlecht. Zumal wir ja das Problem mit den Verbrechen hatten. Das haben wir ja nun gelöst. Von daher lasse ich jetzt hier auch mal 50-50 Propaganda und Kultur. Ja. Gut, die laufen dann erstmal wieder raus und stehen dann in anderen Gebäuden zur Verfügung. Das Problem, was ich letzte Folge gefunden hatte, ist jetzt natürlich hier die Sicherheit im Gefängnis. Wir haben nun fast auch eine Vollbesetzung hier im neuen Gefängnis in Radeberg. Aktuell arbeiten halt nur 18 von 70 Leuten drin, deshalb ist die Sicherheit hier extrem niedrig. Und es sind schon 50 Häftlinge in diesem Jahr entflohen. Ich denke mal, wenn jetzt aber hier die Arbeiter aus dem Fernsehturm dann wieder im Gefängnis arbeiten, dann sollte sich das wieder auflösen. Wir können ja nochmal einstellen hier, dass diese Arbeiter in diesem Block ausschließlich im Gefängnis arbeiten sollen. Ja, das mache ich mal. Das hatten wir während der Bauphase schon. Und dann haben wir jetzt hier 100 Leute, die jetzt nur im Gefängnis arbeiten. Und vorübergehend ist das mit Sicherheit die günstigere Variante. So, was ich auch noch gesehen habe.
Nee, beziehungsweise wir bleiben mal beim Gefängnis. Am Ende der letzten Folge hatte ich hier hinten in Eisenhüttenstadt gesehen, dass die Gefängnisse nicht genügend Arbeiter haben. Und dass da auch hier 22 entflohen sind und hier 25. In Anbetracht der Überbelegungszahlen ist das aber eigentlich gar nicht so erstaunlich, dass da Häftlinge entflohen sind. Und hatte ich in der letzten Folge am Ende nicht viel weniger Arbeiter hier? Oder verwechsel ich das mit Radeberg? Wir haben nicht ganz volle Gebäude hier. Obwohl die Zufriedenheit hoch ist. Mal ganz kurz in das Rathaus von Eisenhüttenstadt gucken. Wir haben ja nicht genug Arbeiter. Mit 30 Leuten hat man nicht genug Daten. Das ist aber schade. Oh, jetzt haben wir genug Daten. Dann sind immer noch 30 Leute. Gut. Sieht man hier die Fluchten? 7400. Ja, das ist halt die ganze Sicherheit über die ganze Lebensdauer des Gebäudes. Im letzten Jahr sieht man nicht, oder? Schade. Aber 110% Produktivität, Lebensdauer 84, das sind super Werte. Zufriedenheit ist ja auch sehr hoch. Weiß ich nicht ganz, warum die Gebäude nicht ganz voll sind. Hier fehlen sogar 20 Leute. Weil die keinen Job haben. 62 Arbeiter ohne Job. Warum? Ah, es sind viele, viele Leute ohne Job. Oha. Im Stahlwerk haben wir jetzt 400 Leute arbeiten. In den Minen 70. Ah, wir könnten die Mine mal hochdrehen. Die hat zwar eh schon... Ne, die Kohle ist sogar leer hier. Ah, wir könnten hier die Arbeiter bei den Minen tatsächlich hochdrehen. Wie sieht es bei der Mine aus? Da haben wir auf 130. Okay. Und dann werde ich hier mal noch eine neue U-Bahn kaufen. Das ist wirklich im gesamten Eisenhüttenstadt haben wir überall. Niemand wohnt hier. Oh, das Gebäude ist nicht freigeschaltet, okay. In allen Wohnungen, die freigeschaltet sind, haben wir Arbeitslose. Und nicht zu knapp. Diese 7% Arbeitslosen hier, die scheinen alle aus Eisenhüttenstadt zu kommen. So, Moment. Wegen fehlenden Arbeitsplätzen haben wir 1000 Arbeitslose. Und wie viele Arbeitslose haben wir in Eisenhüttenstadt? Wo war das Rathaus hier? Ja, 738. Das sind fast alle in Eisenhüttenstadt. Ja, dann werde ich mal noch eine neue U-Bahn kaufen. Das Problem ist so ein bisschen die U-Bahn, das hatte ich ja alles off-cam gebaut in meiner Pause. Die U-Bahn, so wie ich sie gebaut habe, ich würde sie nicht nochmal genauso bauen. Das war die allererste U-Bahn, die ich tatsächlich gebaut habe. Gebaut ist sie tatsächlich fast ausschließlich manuell. Die letzten Abschnitte habe ich dann automatisch bauen lassen, weil es mir einfach zu lange gedauert hat. Und ich dachte, eine U-Bahn, die fährt ja häufig im Kreis, auch in der Realität. Und ich baue dann einfach hier eine Kreis-U-Bahn-Strecke. Die hat zwar hier oben eine Verbindung zu den echten Zügen,
Das funktioniert aber nicht so richtig, weil ich es nicht so richtig hinbekommen habe. Es gibt hier ein Depot. Was fehlt, ist allerdings ein Endbahnhof. Und was als Feature vom Spiel fehlt, ist, dass man auf den U-Bahn-Unterirdischen Signale setzen kann. Also das fehlt. Man kann keine Signale setzen auf unterirdischen U-Bahnen. Und das macht den Kreisverkehr, führt es zu dem Problem, dass die Züge, die da sind, sich immer direkt hintereinander wegfahren. Also die werden sich irgendwann anfangen zu klumpen und die lösen sich nicht auf, also die verteilen sich halt nicht. Und ich vermute mal, dass das auch das Problem ist, warum wir so viele Arbeitslose haben, neben den eingeschränkten Arbeitsplätzen in den Kohleminen. Dass wir die Arbeiter nicht regelmäßig abholen können. Also es gibt hier 4 U-Bahnen, die gegenläufig fahren. Hier sind hier 2 und 2 andere, die in eine andere Richtung fahren. Hier ist eine und hier ist die andere. Das reicht nicht aus. Das habe ich schon häufig gesehen, dass in dem zentralen U-Bahn-Bahnhof super viele Leute warten. Jetzt hier zum Beispiel 300. Und ich werde aber nochmal auf jeder Linie da eine U-Bahn noch hinzufügen, damit wir vielleicht zuverlässiger die Leute abholen können. Okay, und da hier auch die Anlieferung der U-Bahn, das ist mir jetzt alles zu kompliziert, das werde ich direkt in dem Depot kaufen und nicht anliefern von der Grenze. So, welches Modell habe ich denn hier gekauft? Astra IVA. Okay. U-Bahn. Das da. Kann 664 Passagiere. Ja, das ist auch immer noch das Beste. Metro ganz FAV. Ist das ein deutsches Wort oder ist das eine Abkürzung ganz? Und was heißt dann ganz MFAV? Nee, dann kaufen wir wieder die 2 Stück und setzen die auf die Linien. Wie ging das? Ich glaube, über die Depotansicht müsste das gehen, ne? U1 Eisenhüttenstadt. Bin ich doof? Wie konnte ich die Linien noch mal draufsetzen? Ich arbeite so wenig mit Linien. Fahrzeug setzen. Jetzt hat es, glaube ich, geklappt. Genau, jetzt. Genau. Ich muss den vorderen Teil der Lok erwischen. Gut, und dann U2. So. Und dann kann die auch losfahren. So, und dann müssten die rauskommen in gegenseitigen Richtungen. So, dann haben wir das vielleicht gelöst. Die Arbeitskräfte hier hinten, warum die fehlen, ist eine gute Frage. Vermutlich hat das Gebäude, es hat jetzt auch 33 Arbeiter ohne Job. Aber die müssten doch ins Gefängnis laufen können, ja. Und wir hätten hier sogar eine Buslinie, die noch Leute hinbringt. Wobei ich nicht weiß, ob hier genügend Arbeiter überhaupt noch ankommen. Das ist die S-Bahn-Linie. Und hier ist eine Buslinie.
Die Arbeiter warten hier an der Buslinie auf Arbeit. Warum gehen die denn nicht hier hin? Ja, kann natürlich sein, dass die zwischendrin immer mal wieder voll sind und dann haben die Feierabend und dann fehlen halt ein paar Leute. Das kann natürlich passieren. Die brauchen ja auch eine Weile, bis sie hingelaufen sind. Ist ja nicht die kürzeste Strecke. Ja, gut. Ich verbuche das mal unter normalen Schwankungen. Nur die ganze Anzahl der Arbeitslosen, das ist ein Problem. Zufriedenheit ist aber eigentlich gut, oder? Da können halt faulenzen, wenn sie zufrieden sein. Ja. Ist höher als in Spremberg, da gibt es keine Arbeitslosen. Na gut. Dann, das nächste Problem, was ich gesehen habe, ist unser Eisenbahnbaukombinat. Falsche Taste. Das Eisenbahnbauamt hier arbeitet leider nicht mehr und es fällt mir auch auf, ich habe hier seit längerem keine Bauzüge mehr gesehen und das liegt einfach daran, dass hier Stahl fehlt. Und warum fehlt Stahl? Weil ich vergessen habe, nach unserem Einführen dieses neuen Lagers, dieses VZ umzustellen, was für die Belieferung zuständig ist, das Eisenbahnbauamt. Ich hatte zwar die Baubüros umgestellt, aber ganz vergessen, dass natürlich auch das Eisenbahnbauamt Stahl braucht und da dann eine andere Quelle dafür braucht. Und das holen wir mal nach. Das ist hier das Radeberg Industrieversorgung. Das müsste das Eisenbahnbauamt als Ziel haben, genau. Und dann sagen wir mal, dass der Stahl hier rausgenommen werden soll. Die anderen Ressourcen sind hier noch drin. Also wir haben hier noch Ziegel und Bretter. Vor allem Ziegel könnten aber hier mal geleert werden, denn die sollen ja eigentlich dann in Zukunft mal von da genommen werden, aber solange kann dann gerne dieses VZ die Ziegel noch da rausnehmen. So, dann haben wir das auch gelöst. Dann hatte ich letzte Folge gesagt, dass ich gerne 6 Straßenbahnzüge anfangen würde für unsere Linie hier. Habe aber natürlich nur 4 gekauft und die anderen holen wir mal nach und fügen da auch die Linie hinzu. So. Gut. So, hier sind jetzt die ganzen Leute raus. Das sieht besser aus. Und hier sind die Leute jetzt drin. Kein Trinkwasser. Habe ich das vergessen, darauf zu achten? Es sieht so aus. Ja, in den anderen Gebäuden ist Trinkwasser vorhanden. Gucken nochmal im Wasserturm. Ja, der ist voll. Ach, warum sagt das denn keiner? Ich würde mir so wünschen, dass das Spiel zugänglicher wäre. Wo ist die nächste? Ach so, das ist noch ein Bau. Ich hätte es nicht vergessen, ich habe nur nicht drauf geachtet, dass es nicht gebaut wird. Interessant. 2 Bula Baubüros sind da. Dann machen wir mal hohe Prio. Es ist fast fertig. Okay. Dann ist alles gut. Dann kommt es ja gleich. So. Ich will mir mal ganz kurz nochmal durchgehen, die ganzen Betriebe, wie viele Leute die aktuell anstellen. Das Hallenbad hat 10, das ist okay. 20 im Konsum. Bis auf das mit den Straftaten ist alles okay. Krankenhaus. Ah. Moment. Zufriedenheit der Bürger zu niedrig. Ach ja, hier hinten. Oh. Ohne Trinkwasser.
Warum? Moment. Ich habe hier eine Linie an Fahrzeugen, die hier diesen Wasserturm mit Wasser beliefern sollen. Und das funktioniert nicht mehr. Warum? Wir haben hier einen Wassertransporter mit 7 Kubikmetern Wasser. Der ist aber aus den technischen Dienstleistungen. Wir haben hier die Entlade- und Entladestation. Ja, hier ist so ein Transporter, der Wasser transportieren soll. Nee, der ist aus den Dienstleistungen. Der ist auch aus den Dienstleistungen. Wo sind die Fahrzeuge hier aus der Linie hin? Reicht es nicht mehr? Sieht so aus. Ula verbraucht mehr. Och, sehr weit weg. Da sind jetzt 2 Transporter auf dieser Linie und bisher hat das immer gereicht. Oha, ja, wieder so ein Thema. Warum informiert mich das Spiel darüber nicht? Ja, der ist noch, ja, der hat noch über die Hälfte des Weges vor sich bis nach Bula. Okay, da müssen wir dringend neue Fahrzeuge draufsetzen. Wir brauchen ein Depot. Ich habe hier eins. Das hat sogar Plätze. So, Wasserfahrzeuge. Kapazität. Ich glaube, aktuell sind die hier unterwegs. Die fahren 75. Er fährt 80 mit einem Kubikmeter mehr. Ja, dann würde ich sagen... Ja, wie viele Fahrzeuge setzen wir da jetzt mehr drauf? Ich würde sagen, wir verdoppeln mal auf 4 Fahrzeuge. Und ersetzen mal die bisherigen. Wasserbula, wo war das? Hier, ne? Genau. So, einer ist voll und einer ist leer, ne? Der fährt gerade wieder zum B-Laden und den verkaufen wir mal. Und er ist gerade voll, den werden wir noch ausliefern lassen. Deshalb kaufen wir erstmal 3 Wasserfahrzeuge. Ach, ich habe den realistischen Modus nicht gemacht. Okay. So, dann werdet ihr aber auf die Wasserlinie gesetzt. Und dürfte auch gleich losfahren. Okay. Die sehen ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich verwende ja selten Wasserfahrzeuge. Meistens hat man ja dann doch immer die Sanitärinstallationen in Rohren. Aber in Bula habe ich das tatsächlich mit Absicht ohne gebaut. Weil es halt nur ein kleines Dorf ist. Und habe dann die Wasserlinienversorgung über... Also die holen sich das Wasser aus Spremberg, holen sie es ab und transportieren das nach Bula. Okay, wo war ich stehen geblieben eigentlich? Ich wollte die ganzen Betriebe in Radeberg durchgucken wegen Arbeitern, genau. So, wir waren im Konsum, glaube ich. Im Krankenhaus. Ach, genau. Da hatte ich, ist mir wieder ein Problem eingefallen. Und wir müssen unbedingt ein zweites Krankenhaus setzen. Das habe ich nämlich auch vergessen. Das Problem ist ja, dass die Krankenhausversorgung, das dachte ich nämlich lange Zeit auch, dass die nicht ausschließlich über Krankenwagen funktionieren kann. Die Krankenwagen sind nur für die Notfälle da
dass wenn dann einer eine richtig schwere Verletzung hat, dann fährt ein Krankenwagen los. Aber die Normalversorgung, die tägliche Versorgung müssen die Leute das Krankenhaus per Fuß erreichen oder per ÖPNV, also per Bus. Eins von beiden. Das Krankenhaus ist zwar jetzt hier in Reichweite von dieser Haltestelle. Ich glaube, von der Haltestelle müsste es eigentlich auch gehen. Ja. Aber ein kleines Krankenhaus in fußläufiger Reichweite zu haben, verbessert die Versorgung enorm. Und jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, wo ich das hinsetzen möchte. Weil ich vermutlich auch noch gerne neue Häuserblocks setzen würde wollen. Ich habe die Vermutung, dass die bisherigen nicht ausreichen. Wenn ich dann noch an die Mine denke, da hinten, die wir auch noch befüllen müssen. Von daher kann das Krankenhaus gerne ein Stückchen weiter weg sein. Die Wohngebäude würde ich nämlich gerne in Fußlaufreichweite von den Haltestellen halten. Und deshalb wäre hier eher ein Platz für ein Wohngebäude. Und wir müssen auch noch dran denken, dass ein Krankenwagen per Straße erreichbar sein muss. Und wir könnten hier die Fußwege wegnehmen und hinten das Krankenhaus hinsetzen, ein kleines. Obwohl, die Bewohner müssen sie auch noch erreichen können. Und am weitesten entfernt vom Krankenhaus, vom bisherigen, sind ja die hier hinten. Von daher würde es sich vielleicht anbieten, hier das Krankenhaus zu haben. Das würde aber lange Zeit nicht in Betrieb sein. Wir könnten es hierhin machen. Ich glaube, ein kleines Krankenhaus würde sogar hier noch reinpassen. Moment. Small Clinic. Ah, nicht ganz. Immer noch ein anderes Modell. Ein sehr kleines Krankenhaus. Wie viele Mitarbeiter sind da drin? 10. ja gut, es soll ja nur für die Nahversorgung verwendet werden. Was ist mit dem? Die Stromleitung stört hier, eindeutig. Ach, das ist übrigens... Oh. Habe ich in Lubmin die Krankenhäuser schon gesetzt? Weiß ich gar nicht. Das würde sich für Lubmin anpassen, neben die Polizei. Moment mal kurz, das muss ich gerade mal machen. Ich habe hier Polizei und also Geheimpolizei direkt nebeneinander. Und hier ist das Krankenhaus im selben Stil wie die beiden anderen Gebäude. Das ist ja cool. Ah, da muss man wegen der Straße ein bisschen aufpassen. Ah, so wird es gehen. Ist das gerade? So ist gerade. Nee, so ist nicht gerade. So ist gerade. Ja. Und vielleicht gibt es noch ein viertes. Five Story, Moment, das können wir suchen. Wie heißt das genau? Five-Story. Five Story. Oh, was haben wir denn da noch? Ja, das sind die Wohnhäuser, die kommen später. Das ist die Geheimpolizei, Polizei. Pharmacy. Ah, das ist das, was wir hatten, ja, okay.
Und ein Shop. Okay, was verkauft der? Ah, das ist wie ein großer Konsum. Ah, das ist ja cool. Ah, da passt doch nicht mehr hin. Wegen den Straßen. Dann müssen wir den mit einem Abstand bauen. Dann müssen wir das Krankenhaus auch nochmal verschieben. Okay. Ja, dann müssen wir das Krankenhaus ein Stück nach rechts. Ups. So. Ja. Na, gucken hier die Straßen raus. Das ist super. Oh, das wäre cool. Geht die Straße mal wieder nicht gerade? Na gut, dann so. Okay, alle Gebäude angeschlossen und die stehen wie im Viereck. Im Prinzip ist das so wie ein Block in einem Altbauviertel dann. Na gut, ich war aber eigentlich in Radeberg und ich wollte da ein Krankenhaus setzen in fußläufiger Reichweite. Und ich glaube, ich nehme jetzt hier dieses kleine Mini-Krankenhaus und das werden wir auch dann mehrfach setzen. Das da. Das braucht keinen Krankenwagen. Krankenwagen haben wir ja im Großen. Es braucht nur die fußläufige Anbindung. Und im Prinzip ist das so eine kleine Nachbarschaftspoliklinik oder was auch immer. Und dann ist der Bedarf an Krankenhaus auf jeden Fall in der Nähe gedeckt. Im Prinzip eine kleine Apotheke, kleiner Doktor. Jo. So, jetzt aber die Arbeiter nochmal. Also Krankenhaus hat man 30. Das sieht aktuell auch gut aus. Bedarf ist okay. Dann, Geheimpolizei ist immer noch nicht in fußläufiger Reichweite. Und der Bus für diese Polizeiwache bringt kaum noch Leute. Wir müssten dann irgendwann mal hier einen von den Wohnblöcken in Betrieb nehmen. Das Problem daran ist, dass hier der Konsum nicht in Reichweite ist. Oder keiner. Und dass wir unbedingt den Konsum dafür erst fertigstellen müssen. Was ist mit dem Gebäude? Ist auch nicht in der Reichweite. Ja, und da ist dann die Reichweite der Polizei nicht mehr gegeben. Ne, der Konsum muss fertig werden. Wir hatten hier die Straße. Ist in Arbeit. Machen wir es auf hohe Prio. Und hier setze ich schon mal den Hubschrauber ein. Der kann schon mal ein bisschen Ressourcen liefern. So, die Geheimpolizei, wenn sie denn mal in Betrieb ist, da reichen erstmal 15 Leute, denke ich mal. In der Uni sind 20, das reicht auch. Ach ja, die Konzerthalle. Ah, und das Restaurant ist auch fertig. Okay, da fehlt noch Essen und Fleisch. Dafür können wir aber sorgen. Und hatten wir nicht noch irgendwo eine Kneipe? Die da hinten war ja schon länger fertig. War nicht hier noch irgendwas? Genau, hier ist auch noch eine Kneipe. Aber da fehlt die Straße noch. Okay. Da sind die Baubüros aber drauf. Gut. So, wie sieht es in der Konzerthalle aus? 10 Leute und im Restaurant sind es 25. Nee, 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 nee.
Da reichen auch erstmal 5 mit 11 Gästen. Seid ihr, glaube ich, gut versorgt. Da hinten ist eh kaum Anbindung aktuell. Ja, die wenigsten Gebäude können da hinlaufen. So. Was ich aber noch mal gucken könnte, ist, ob der Konsum nicht noch hier an der Seite angeschlossen werden könnte. Kann dann hier zum Beispiel dieser Block den jetzt erreichen? Nein, immer noch nicht. Ja, hier ist auch noch ein Kiesweg offen, weil da auch das zweite Baubüro fehlt. Ja, da bin ich übrigens in der Pause schon mal drüber gelaufen. Ich habe diverse Kieswege, die bisher immer nur einem Büro zugeordnet waren, mal überall die Zuordnung noch gegeben. Und hier fehlen ja auch noch ein paar Wasserbauwerke und ein paar Gehwege generell dazu. Zum Beispiel das Gebäude ist nicht angeschlossen, das auch nicht. Das auch nicht. Nochmal daran. So. Das ist fertig. Hier fehlt noch was, weil der Gehweg fehlt, oder? Ach nee, weil hier dieser Zugang fehlt. Ah, weil die Straße nicht fertig ist. Okay, okay, deshalb. Okay, verstehe. Ja, da ist denn die das Umspannwerk auch, oder? Genau. Ach, der Konsum hat dann auch noch gar keinen Strom. Ah. Ah, und Strom. Strom. Da war noch was offen. Genau, wir müssen noch die Stromleitung da hinten hinlegen. Für das Umspannwerk. Tja, wie führen wir das hier raus? Ja, in Bula ist die Zufriedenheit der Leute zu niedrig wegen dem Wasser, kann ich mir vorstellen. So, mal die Stromleitung hier durchführen. Gott, ist das komplex. Ah, hier ist noch eine andere Stromleitung. Die ist schon außen rum gelaufen. Moment, wo führt die denn hin? Ah, die führt in dieses Umspannwerk. Ah, verstehe. Moment. Ich setze die mal hier um. Und das mache ich dann auch im automatischen Bau. Führen wir die Leitung, die außen drumherum ist, dann hier hinten hin. Und die innere Leitung an das bestehende. Das auch automatisch bauen. Ah, wir haben den Modus aktiv. So, das heißt, dieses Umspannwerk hat noch Strom, oder? Ja. Okay, und den Rest der Strecke, den werden wir aber ganz normal bauen. Und wir schließen uns dann hier an. So, wo ist das Umspannwerk? Da. Kommen wir hier durch? Ja. Gut. Dann die Baubüros zuweisen, sicher ist sicher. Okay. So, haben wir jetzt hier wieder Stahl? Ja, Platten haben wir aber nicht. Kommen welche gerade, oder? Das
heißt aber auch, dass hier ein Bauzug losgefahren sein muss. Weil Platten waren ja da. Ja, genau. Die Bauzüge sind wieder unterwegs. Wo ist die das VZ mit den Platten? Das wäre dieses hier, glaube ich. Nein. Dieses hier. Der steht rum, der steht rum, der steht rum. Hm. Moment, wir haben doch... ich verstehe. Moment, oh, Bretter haben wir jetzt auch verbraucht. Ah, und ich verstehe. Ich habe hier... In dem neuen Lager gibt es natürlich nicht nur Stahl, sondern auch Platten. Und das habe ich vergessen einzustellen. Ja, das geht auf meine Kappe. Oh, jetzt haben wir hier... Ach nee, das sind die Zement-Trucks. Ich dachte, ich hätte jetzt hier noch offene LKWs rumstehen, die hinten was beladen haben. Aber da habe ich noch nie drauf geachtet, die Zement-Trucks, wie die aussehen. Cool. Steht da Zement drauf sogar? Kann das sein? Vielleicht mit Kyrillisch oder so? Ja, ja, genau. Zement müsste das heißen in Kyrillisch. Ja, okay. Dann müssten jetzt aber die offenen eigentlich losfahren. Ja, da tut's auch einer. Und der liefert Platten aus. Sehr gut. So. Bezüglich Strom fällt mir aber auch gerade ein. Hier fehlt noch die Stromversorgung für unser Eisenbahnnetz. Und wir werden das nicht hier anschließen können, weil der Transformator ja schon voll ist. Ich werde hier an diese geplante Stromleitung in die Eisenmine, glaube ich, noch einen zweiten Transformator reinsetzen. Oder... Ich habe gerade überlegt, ob ich die Stromleitung nicht hier aus diesem Transformator rausziehe und wieder zurücklege. Aber das ist ja auch Quatsch. Nee, dann ziehen wir hier noch einen Transformator raus und bauen diese Stromleitung schon mal. Dann könnten wir die Gleise mit Strom schon mal belegen. Ich würde nämlich gerne sehen wollen, welche Abschnitte hier noch keinen Strom haben. Die Gleise waren nämlich am Anfang nicht elektrifiziert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier Abschnitte gibt, wo noch die Elektrifizierung fehlt. Durch die gelben Stromschilder sieht man das aber nicht. Nicht so richtig zumindest. Und ich will mal Strom drauf haben, damit ich sehe, wo noch fehlt. Und hier im Übrigen fehlt noch ein Bauabschnitt, aber das ist ja beauftragt. Okay, gut. So, das heißt, wir brauchen einen zweiten Transformator. Den setzen wir mit hier hinten hin, denke ich. So, die Stromleitung geht hier lang. Und dann würde ich sagen... bauen wir den Schalter so ein. So. Und dann brauchen wir noch Stromleitung. 14 Megawatt da dran. Und die unterbrechen wir. Und verbinden die mit dem Schalter. So, bitte mal planen. Diese Leitung können wir bauen. Ja, da hinten ist auch ein Anschluss. Genauso wie das hier alles. Und diese Stromleitung, die können wir aber mal unterbrechen. Die brauchen wir noch nicht.
Wahrscheinlich werde ich das wieder vergessen, dass ich es unterbrochen habe und mich dann später ärgern, weil wenn wir dann die Eisenmine bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier in Radeberg fertig werden. So. Oh, 45 Minuten Folge. Nein, das ist viel zu lang. Gut, dann sind wir für diese Folge durch und schauen wir mal, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Ein Blick noch nach Bula mit dem Wasser. Da ist mittlerweile was da. Wie kann das denn sein? Warum bewegt sich die Zahl so? So, aktuell sind 3 LKWs oder 4 LKWs unterwegs. Oh, die haben aber. Die waren alle mindestens schon einmal da. Und der Turm ist trotzdem leer. Na gut, das wird sich dann hoffentlich in der nächsten Folge einpendeln. Alles klar, dann bis morgen. Macht's gut, tschüss.